So, Lukas, jetzt geht's um alles. Jetzt geht's noch ums Hosele. Oder um 100 Euro haben wir ausgemacht. Tut leid, tut leid, tut leid. Orchel. Mau, mau. Darf ich mein Handy noch mal benutzen? Ja, aber leider ganz kurz. Ja, hallo, ist da Kontaktcenter Volksbank? Ja, was kann ich für Sie tun? Könnten Sie mir bitte 100 Euro auf meine Wertkarte aufladen? Aber gerne, bitte geben Sie den PIN ein. Okay. Danke. Bitte gerne. Schau, du hast das Handy wieder. Dankeschön. Und auf der Karte sind jetzt 100 Euro drauf. Ja, super. Ja, aber jetzt, Lukas, spielen wir noch mal ums Hosele, gell? Hallihallo und herzlich willkommen zur Böchenschau. Und wir kommen auch schon zu unserer ersten Meldung. Kurzmeldungen. Österreich hat gewählt. Und wie immer zu Wahlzeiten überlassen wir die Analyse unseren beiden krorgelatten, lebsüchtigen, nicht ganz gepochenen Wöchenschau-Singers. Viel Spaß. Bei Jinz ist der Kompatscher, in Frankreich der Macron. Die Österreicher haben Strom a Soll, weil sie an kurzen Home. Die Blauen seien im Rennen und Daten drauf brennen, in der Regierung zu sitzen, im Kern macht's zu schwitzen. Holla di ria, holla di jo, holla di ria, holla di jo. Der Kurz ist ganz jung noch, kann von Kern sein der Sohn. Und wenn sie dich noch zusammenfinden, gibt's eine Kernfusion. Und ob der Kurz wastel, sie alle hat den Kastel, sel wird sich noch weisen, wir gehen jetzt zu. Holla dria, holla dio, holla dria, holla dio. Kurz, furz, furz. Fernsehen. Die dritte Folge von Kripo Bozen wurde kürzlich ausgestrahlt. Laut BLS, IDM, Filmförderung, Tistus, Tass oder wie die immer gerade heißen, ein voller Erfolg. Ja, ein bisschen voller als sonst müssen sie da gewesen sein. Die fesselnde Handlung und das spannende Drehbuch rufen bereits Nachahmer auf den Plan. Die Wöchenschau beteiligt sich jetzt mit einem eigenen Pilotfilm am Kampf um die Fördergelder. Wir präsentieren exklusiv für Sie Kripo Punschen. Dankeschön fürs Zuschauen und Aulösen. Bis zum nächsten Mal. Vierte Nacht. Jetzt gehen wir Fernsehschauen. Du, Kommissario! Warum heißt du mich denn Kommissario? Da warst du ein bisschen falsch, muss drin sein wegen die Bifke. Ah ja, ich bin ja nicht nur Kommissario, ich bin auch Weinbauer, Bergbauer und Schuhplattler. Ja genau, ich bin auch nicht nur Kommissario, ich bin Skilehrer, Jodelcoach und Musikkapellmeister. Aber sonst, Kommissario, tutto bene in bella Italia. Tutto bene, Kommissario, grazie. Pronto. Ich habe schon abgehebt. Entschuldigung. Pronto. Nein, da ist kein Pronto, da ist Kripo Bunschen. Wen hast du Kripo gewünschen? Eine gewisse Frau Marlene aus der Bar Pink Lady sagt im Archäologiemuseum, das jährlich bis zu 300.000 Besucher begrüßen darf, liegt eine Leiche. Meint sie das Archäologiemuseum in der Museumstraße in Bozen mit den Öffnungszeiten von 8 bis 22 Uhr durchgehend und den unglaublichen Ermäßigungen für Kinder und Senioren? Genau das Zell. Kann sie die Position der Leiche genauer beschreiben? Ja, ja. Die Leiche liegt in einer Vitrine und zeigt mit dem Arm auffällig nach Osten. Ostia Richtung Rosengarten, das großartige Wandergebiet für Jung und Alt mit den unzähligen Einkehrmöglichkeiten. Haben Sie probiert, die Leiche nach Westen zu drehen? Ostia Richtung Stilfserjoch, um nur einen unserer großartigen Nationalparks zu erwähnen. Ja, wir fliegen jetzt gleich los. Über die drei Zinnen, dann das gesamte Dolomitenpanorama entlang, landen direkt im Zentrum von Bozen, gehen die historischen Bozener Lauben hinauf, die direkt in den weltberühmten Obstmarkt münden. Ein Einkaufsspaß für Jung und Alt. Konnte der genaue Todeszeitpunkt bereits festgestellt werden? Jawohl, vor 5322 Jahren um 3:15 Uhr Nachmittag. Vor oder after der Marent? Drafter. Es wurden zahlreiche Südtiroler Qualitätsprodukte in seinem Magen gefunden, wie Speck, Schüttelbrot, Milch, Wein und diverse Obst- und Gemüsesorten aus biologischem Anbau. Die Sonderkommission Roter Hahn Urlaub auf dem Bauernhof nimmt sofort die Ermittlungen auf. Jawohl. Gabriel, kehre den Hubschrauber an, wir fliegen gleich los. Was ein Teufel. Auf geht's, im Mischki. Achtung. Und weiter geht's. Was ist das denn? Oh, schau, schell. Ja. Mm-hmm.